Selber Händ. Ich habe vom Wahnsinn ganz herzlich begrüßt. Es freut mich, dass Sie trotzdem wunderschönen Wetter zu uns Wahnsinn gefunden haben. Die Veranstaltung, das Podiumsgespräch zum Thema Museum und UNESCO-Weltkultur findet statt im Rahmen unseres Halbjahresprogramms. Ich habe da noch Broschüren für Sie und Sie interessieren, was wir sonst zu machen. Ich übergebe jetzt gerne das Wort an Tiger Herzli, durch das Gespräch führen. Ja, danke, Nora. Nora Hauswirth hat mich, ist das Hochdeutsch? Ja, oder? Ja, unbedingt. Natürlich, ja, unbedingt. Wir haben Gäste aus Österreich. Nora. Nein, dann nehmen wir Österreich. Nora Hauswirth hat mich vor 3 Wochen angefragt, ob ich hier dieses Podium führen, das Gespräch leiten würde, könnte, und ich habe spontan Ja gesagt, weil sie mit viel Charme auch gefragt hat. So geht das einem Frühpensionierten. Ich habe mir gedacht, ich habe 24 Jahre bei dieser, sage ich immer, die schönste Bahn, bei der schönsten Bahn der Welt arbeiten dürfen, und in diesen 24 Jahren habe ich auch tolle Projekte kommunikativ begleiten dürfen, unter anderem natürlich das Projekt UNESCO Welterbe Albola Bernina und indirekt natürlich auch das Entstehen des Bahnmuseums Albola in Bergün. So geht's. Ja, ich sage Allegra, ich sage Grüezi miteinander und ich sage Servus Österreich, und ich möchte hiermit gleich die Gesprächsrunde vorstellen. Ich habe hier einen kleinen Spickzettel mit doch kleiner Schrift. Ich muss das ablesen. Ich bitte um Verständnis dafür. Ganz außen rechts von mir aus und von Ihnen aus auch. Kerstin Ogris ist Museumsleiterin vom Südbahnmuseum in Mürzzuschlag, am Ausgangspunkt der Semmeringbahn. Bereits während der Umsetzungsphase vor der Eröffnung, welche im Jahr 2004 erfolgte, hatte sie sich stark für das Projekt engagiert. Beim Aufbau des Museums war für die Museumspädagogin die Etablierung des Welterbes ein besonderes Hauptaugenmerk. Verstehen Sie mich ganz hinten auch noch gut? Ja? Nein. Das blendet hier ein bisschen. Zweiter von rechts, John Caprez, uns RHBler und auch Bergüner bestens bekannt als Lokomotivführer. John Caprez ist Mitautor des Dossiers für die Anmeldung UNESCO RHB in der Landschaft Albola Bernina und Verfasser verschiedener Arbeiten zur Verkehrsgeschichte. Er ist beruflich eben, wie gesagt, Lokomotivführer bei der Rätischen Bahn und als Konservator des Bahnmuseums Albola tätig. Zweiter von links, Günther Dienhobel, arbeitet bei der ÖBB Infrastruktur AG im Bereich Forschung und hat sich schon seit den späten 90er Jahren privat für die Auszeichnung der Semmeringbahn engagiert, welche als erste Eisenbahnstrecke als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet wurde. Er ist international anerkannter Experte für Industriekultur. Und in diesem Kreis darf man, glaube ich, auch betonen, dass du, Günther, auch maßgeblich beim Erarbeiten oder als Autor beim Dossier RHB-Welterbe mitgewirkt hast. Und last but not least, auf erster von links, von rechts, von links. Pius Ciumi, seit 10 Jahren arbeitet er im Projekt Bahnmuseum Albola und zeichnet sich für das Konzept und die Szenografie des Bahnmuseums verantwortlich. Der Kulturvermittler ist Inhaber der Firma Kunstumsetzung und seit der Eröffnung im Juni 2012 als Kurator des Museums engagiert. Bevor wir da in das Gespräch einsteigen, erfahren wir gerne von Kerstin Ogris etwas über das Bahnmuseum und über die Semmeringbahn. Und sie wird das anhand einer Präsentation zeigen. Bitte schön. Ja, schön.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung hierher nach Bergün ins Bahnmuseum. Mein Name ist, wie gesagt, Kerstin Ogris. Und bevor ich mit der Präsentation der Semmeringbahn und des Südbahnmuseums starte, möchte ich Ihnen gratulieren. Erstens einmal gratulieren, dass Sie dieses Welterbe so nützen als Welterbe. Das ist das, was mir als erstes aufgefallen bin, nachdem ich heute hier angereist bin. Und als zweites möchte ich Ihnen gratulieren zu einem wunderschönen Bahnmuseum. Der John hat uns ja schon durchgeführt und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt. Und es hat mich aber auch bestätigt, dass unser Ansatz eines Museums auch genau der richtige ist, weil wir gehen dieses Thema Eisenbahn in Mürzzuschlag eigentlich auf sehr ähnliche Weise an, das eben zu präsentieren. Ja, ich wurde 2003 gebeten, dieses Projekt Südbahnmuseum als Projektleiterin mitzutragen. Und bin eine Quereinsteigerin. Von der Ausbildung her bin ich Kindergärtnerin und Kunsthistorikerin. Und durch diese Verbindung bin ich zur Museumspädagogik gekommen und habe das eben ein bisschen von einer anderen Seite mir angeschaut. Und deshalb ist vielleicht nicht ganz so die Technik mein Schwerpunkt. Da gibt es dann andere, die da mehr wissen dazu. Schauen wir, ob das jetzt funktioniert. Wo ist es? Ich mach's dir. Du kannst mir sagen. Ja, das Weltkulturerbe Semmeringbahn. Hier sehen wir zwei Eindrücke. 1995 hat die Republik Österreich unter anderem die Semmeringbahn mit Kulturlandschaft als Welterbe nominiert. Und das war, wie gesagt, das erste Mal, dass eine Eisenbahnstrecke, die noch nach wie vor im Betrieb ist, im hochrangigen Netz der ÖBB, dass das eben Weltkulturerbe werden sollte. Und dazu wurde dann ICOMOS beauftragt, eine Vergleichsstudie zu erstellen, wo man einfach einmal geschaut hat, wie kann das funktionieren, was sind für wichtige Kriterien, die einzuhalten sind. Und 1998 wurde dann eben ein Dossier veröffentlicht und das Weltkulturerbe Semmeringbahn als erste Eisenbahnstrecke der Welt mit diesem Welterbestatus versehen. Ja, viel mehr war aber damals noch nicht. Ja? Also man hat eigentlich nicht wirklich definiert, was ist das Welterbe. Man hat gesagt, Semmeringbahn und Umgebung, das ist so ein bisschen grob gefasst. Und die UNESCO hat aber von Anfang an gesagt, es muss eben das genau definiert werden, genau eingeteilt, wie eben diese Kulturlandschaft, wie das auszuschauen hat. Und man war da eigentlich von der Region her ein bisschen schlampig und war ein bisschen säumig, bis dann die UNESCO gekommen ist und dann gesagt hat, und jetzt macht's einmal. Das Ergebnis war dann 2010, hat man dann endlich einen Managementplan präsentieren können. Und da ist eben genau definiert worden, Kernzone, also rein die Bahnstrecke. Und wie schauen eben die Pufferzonen aus, touristische Ergänzungsraum und so weiter. Dieser Managementplan ist aber jetzt kein Pflichtpapier, ja, sondern es ist eine freiwillige Deklaration der Region zum Welterbe. Und ich glaube, das Wichtigste, was dieser Managementplan eigentlich mit sich bringt, ist jetzt nicht, dass man weiß, wo ist das Weltkulturerbe oder wo genau befindet es sich, sondern dass es Bewusstsein schafft. Und das ist das, was uns in unserer Region eigentlich gefehlt hat. Den meisten ist gar nicht bewusst, dass wenn sie jetzt zum Beispiel von Graz nach Wien mit der Eisenbahn fahren, dass sie über ein Weltkulturerbe fahren. Das merkt niemand. Und da ist eigentlich der größte Nachholbedarf, den wir in unserer Region haben. Ja, das Ganze startet vielleicht schon deshalb, dass man diese Semmeringbahn ist ja ein Teilstück einer überregionalen Eisenbahnverbindung und wurde auch gar nicht feierlich eröffnet, sondern man hat es einfach in Betrieb genommen 1854, weil es eben zum großen Ganzen zur Südbahn gehört. Und bei der Südbahn
geht es eben darum, dass eine Nord-Süd-Verbindung, dass man Wien mit dem wichtigsten Hafen der K&K-Monarchie verbinden wollte und nach Norden hinauf auch noch Mähren und Böhmen auch wieder mit Wien verbinden. Nach Norden wurde 1837 der erste Abschnitt eröffnet, einer Dampfeisenbahn. Wir haben letzten Jahr 175 Jahre Eisenbahn für Österreich gefeiert. Und nach Süden hin hat es dann die Wien-Raber-Bahn in den 1840er Jahren gegeben. Und da war dann eben Probleme mit Konzessionierungen, vor allem im ungarischen Gebiet. Und so hat sich dann 1841 der Staat entschlossen, ein Eisenbahnnetz zu bauen zwischen Wien und Triest, aber nur auf der österreichischen Reichshälfte. Ja. Das war dann natürlich von Vorteil auch für die Steiermark und für Mürzzuschlag. Hier sehen Sie eine Zeichnung vom steirischen Heimatdichter Peter Rosecker. Und ich habe das deshalb genommen, weil wir heuer 170 Jahre Geburtstag von Peter Rosecker feiern. Deshalb diese Zeichnung von ihm. Ja, Mürzzuschlag hatte bereits 1844 eine Eisenbahnverbindung nach Graz. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass im Mur- und Mürztal die Eisenindustrie immer stärker geworden ist und dass man das auch an die Eisenbahn, mit der Eisenbahn verbinden wollte. Was jetzt natürlich noch gefehlt hat, das war der Lückenschluss zwischen Wien-Glocknitz und dann Mürzzuschlag Graz und das ist der Semmering. Ja. Hier sehen Sie jetzt eine alte Lithografie mit so schönen Ausblicken auf die Semmeringbahn. Weltweit wurde erstmalig, hat eine Eisenbahn das Hochgebirge überquert. Wenn man jetzt natürlich das mit der Bahn in der Schweiz vergleicht, das Hochgebirge, der Semmering hat keine 900 Seehöhe. Ja. Aber trotzdem war es zum damaligen Zeitpunkt der höchstgelegene Punkt, der erreicht wurde mit der Eisenbahn. Der Baubeginn war 1848 und 1854 hat man diese Strecke bereits fertiggestellt gehabt. Also ungefähr 42 Kilometer in Serpentinen über den Berg gebaut, wobei Glocknitz liegt auf ungefähr 440 Meter Seehöhe und Mürzzuschlag 690. Das ist, wenn wir heute, also wenn wir in die Zukunft schauen, für den Basistunnel war das ein bisschen eine Herausforderung, weil da wieder eine Steigung drinnen ist. Ja, die Semmeringbahn hat 16 Viadukte, alle in Steinarchitektur und erstmals in der Geschichte der Eisenbahn waren hier Viadukte mit starken Krümmungen und Neigungen. Das war eine besondere Herausforderung. Maximale Länge dieser Viadukte sind 228 Meter und maximale Höhe 46 Meter. Es gibt 15 Tunnels, teilweise auch mit Krümmungen, mit Bögen und das hat natürlich zu Vermessungsproblemen geführt. Und man muss bedenken, die Semmeringbahn ist ja nahezu in Handarbeit gebaut worden, also ohne große technische Hilfsmittel. Und da in 6 Jahren fertig zu werden, bedurfte einer Unzahl an Arbeitern. Und das waren insgesamt an die 20.000 Menschen, die bei diesem Projekt beschäftigt waren. Die Semmeringbahn war aber nicht wirklich als Projekt jetzt so heiß willkommen. Es war eine, wie gesagt, eine große Herausforderung und vor allem, man war sich nicht sicher, ob das wirklich im Betrieb dann auch funktioniert. Und so hat man zuerst diese Pläne eigentlich in eine Schublade wandern lassen. Und erst nachdem in ganz Europa und auch in der Monarchie die Märzrevolution ausgebrochen ist, hat man sich entschlossen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Die Semmeringbahn war das größte Notstandsarbeitsprojekt dieser Revolution. Wie gesagt, das sind 20.000 Arbeiter versorgt worden, Revolutionäre aus der ganzen Monarchie zusammengeholt
und damit auch ruhig gestellt worden. Der Bauleiter der Semmeringbahn, das war der Karl Ritter von Geger, der hat bereits Studienreisen unternommen nach Amerika, er hat bei der Nordbahn mitgebaut, er hat aber auch bei Gebirgsstraßenbau mitgebaut und mit diesem Wissen hat er dann eben die Semmeringbahn, diese Trassierung entworfen und sein Grundsatz war, die Semmeringbahn soll keine größeren Neigungen haben als 25 Promille, somit ist sie heute die flachste Gebirgsbahn in Österreich. Und man sollte ausschließlich Dampflokomotiven, also eine reine Dampfeisenbahn, bauen. Ja, was hat die Semmeringbahn für die Region gebracht? Natürlich einen immensen Aufschwung. Man muss sich vorstellen, die Region war nahezu unbesiedelt. Es hat drei größere Ortschaften gegeben, das war Glocknitz, Beierbach und Mürzzuschlag. Und ansonsten waren es nur einzelne Bauern, Gehöfte oder ein kleines Dorf. Und mit der Eisenbahn sind dann eben mehr Ortschaften gegründet worden, Ansiedlungen passiert, es wurden Hotels gebaut, Villenkolonien. Das ist aber alles erst entstanden, nachdem die Eisenbahn schon da war. Ich habe mir heute erklären lassen, bei der Rätischen Bahn war es eigentlich genau umgekehrt. Da waren zuerst die Hotels da und dann ist einmal die Eisenbahn gebaut worden. Ja, die Eisenbahngesellschaft hat aber natürlich eben ganz bewusst an diese Hotels gebaut, um die Fahrgastzahlen anzukurbeln. Und hier sieht man, es hat immer dann schon Sonderfahrten gegeben. Da sehen wir den Bahnhof Semmering, der da wunderschön ausgebaut wurde. Zu Beginn 1854 war der Semmering nur eine Wasserstation und gar kein richtiger Bahnhof. Und dann mit dem Aufkommen des Tourismus wurde dann eben dieser schöne Bahnhof auch immer weiter, immer mehr erweitert. Und darunter natürlich auch der Wintersport, für unsere Region sehr wichtig. Zuerst sind die Sommerfrischler hierher gekommen, aber dann mit Aufkommen des Wintersports wurde es auch eine Wintersportregion. Und in Mürzzuschlag haben zum Beispiel auch die ersten internationalen Winterspiele stattgefunden. Das sind so ungefähr die Vorläufer der Olympischen Winterspiele. Das war 1894, also sehr früh auch schon. Ja, wie schaut es heute aus mit der Semmeringbahn? Seit 1959 ist sie elektrifiziert. Heute fahren noch rund 10 Millionen Tonnen oder heute gibt es noch rund 10 Millionen Tonnen Güterverkehr über den Semmering pro Jahr. Für schwere Güterzüge werden bis zu 3 Lokomotiven gebraucht, die eben den Güterzug darüber bringen. Durchschnittlich sind pro Tag 170 Züge, die darüber fahren. Stündlich sind es 2 Intercity auch zwischen Graz und Wien. Was leider stark gekürzt wurde, das ist der Regionalzugverkehr. Also es fahren von Beierbach nach Semmering fahren im 2-Stunden-Takt noch Regionalzüge. Auf der steirischen Seite von Mürzzuschlag nach Semmering nur mehr 3 am Tag. Also das ist sehr stark gekürzt worden. Aber trotzdem, man bedenke, diese 170 Züge täglich fahren auf der Strecke von 1854. Da ist nichts grundsätzlich an der Trasse oder so verändert worden. Die Viadukte sind die gleichen. Die Sanierungsmaßnahmen sind natürlich erheblich. Ja, es gibt einen großen Schienenverschleiß, auch durch die Kombination von den Bögen und mit der Steigung. Also der Aufwand ist immens und deshalb gibt es schon sehr lange die Vision eines Basistunnels. Und hier sehen wir die Baustelle. Und zwar im letzten Jahr 2012, im April, hat es den Spatenstich gegeben für dieses Projekt Semmering Basistunnel in Glocknitz, also in Niederösterreich. In den 1990er Jahren hat man in der Steiermark in Mürzzuschlag schon einmal begonnen. Ja, da gibt es einen Sondierstollen. Die steirische Seite war damals schon sehr engagiert für diesen Basistunnel. Das wurde damals aber leider von Niederösterreich nicht unterstützt. Und ja, so hat es jetzt bis 2012 gebraucht. Und jetzt hat man eben hier in Glocknitz begonnen.
Der Vorteil, den man sich verspricht, ist natürlich die Verkürzung der Reisezeit um 30 Minuten und dann auch Energieeinsparungen und dass die Welterbestätte nicht so stark beansprucht wird. Trotzdem, der Basistunnel vom Konzept her braucht die Welterbestrecke, also die historische Semmeringbahn. Bei Tunnelarbeiten, die auch wöchentlich passieren sollen, braucht man dann die alte Strecke als Ausweichstrecke. Also die zwei werden von den ÖBB immer als Brüderpaar bezeichnet. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Ja, und so soll das dann ausschauen. Man sieht hier eben die historische Strecke, ja, so, das ist da hinaufschlängelt, und das sollte eben der Einstieg dann in den Berg sein, in Glocknitz. Bauende sollte 2024 sein. Ja, und jetzt kommen wir zum Südbahnmuseum. Hier sehen Sie das Stammhaus dieses Museums, wurde 2004 eröffnet, anlässlich 150 Jahre Semmeringbahn. Also es war eben, das Weltkulturerbe war Anlass, dieses Museum zu eröffnen, aber wie der Name sagt, wir haben uns nie ausschließlich auf die Semmeringbahn, auf die Geschichte dieser Gebirgsbahn konzentriert, sondern den Blick immer auf die gesamte Südbahn gerichtet, deshalb Südbahnmuseum. Ja, das Museum ist untergebracht in zwei leerstehenden Lokomotivhallen. Hier sehen Sie die neue Montierung, wurde gebaut 1920 und war bis 1998 in Betrieb, eine Werkstättenhalle. Man konnte bis zu 6 Lokomotiven hineinstellen und eben Reparaturen durchführen. Gleich parallel zur neuen Montierung hat es noch die alte Montierung gegeben. Die wurde aber schon in den 1950er Jahren abgebrochen. Ja, die gesamte Anlage, in der sich das Museum heute befindet, steht unter nationalem Denkmalschutz. Mit der Begründung, dass eben diese Eisenbahnhallen mit den technischen Einrichtungen in dieser Gesamtheit in Österreich das kein zweites Mal mehr gibt aus der Anfangszeit der Eisenbahn. Und wir befinden uns auch in der Kernzone des Welterbes. Das ist jetzt die zweite Halle, und zwar der Rundlokschuppen, oder bei uns hat man auch rundes Heizhaus gesagt, eine Lokomotivgarage. Dieses Gebäude ist um 1870 gebaut worden und war bis 2006 noch in Betrieb und 2007 ist es dann als Museumshalle dazugekommen. Ja, das sind jetzt ein paar so Einblicke, Impressionen in die Ausstellung im ersten Museum. Ganz oben der Kaffeewaggon, der wird sehr gern benutzt, ist eine reine Attrappe, aber als Kaffeehaus eben eingerichtet. Darunter unser Foyer, also der Besucher soll gleich einsteigen in eine andere Zeit, ein bisschen nostalgisch, so das Gefühl, das man haben soll. Dann daneben sieht man eine Baustelle, eine Viaduktbaustelle mit originalen Steinquadern von der Semmeringbahn. Und darunter, so sieht man eigentlich so schön, wie die Halle an sich ist, ja, eben mit der Spurensuche, die Auswirkungen der Eisenbahn auf die Menschen. Die Halle an sich wurde nicht verändert, also sollte jemals wieder jemand da drin Lokomotiven reparieren wollen, muss man nur alles rausräumen und dann geht es wieder. Ja. Und das sind jetzt Bilder vom Rundlokschuppen. Der Rundlokschuppen ist, wie gesagt, 2007 dazugekommen. Und ist für mich jetzt die optimale Ergänzung. Die neue Montierung zeigt stark Kultur- und Sozialgeschichte, eben das ganze System Eisenbahn, was alles dazugehört, was es alles für Auswirkungen hat. Und im Rundlokschuppen ist jetzt die Technik. Da ist auf 2000 Quadratmetern sind hier Fahrzeuge ausgestellt. Im ersten Bereich ist die größte österreichische Dresinensammlung. Da sehen Sie hier eine Zwei-Wege-Walze und darunter eben also der Blick auf die Dresinen. Und im zweiten Bereich des Rundlokschuppens sind dann Lokomotiven ausgestellt. Da
Da sehen wir eine Dampflok, eine Leihgabe vom Technischen Museum Wien, die Baureihe 18001. Und da im Hintergrund sieht man ein Schweizer Krokodil. Ja, wir haben nämlich ein Schweizer Krokodil auch in unserer Ausstellung. Ist zwar nicht am Semmering gefahren, aber nachdem es eine Gebirgsbahn ist, passt es auch trotzdem sehr gut hinein. Wir hatten ja auch rund um dieses Krokodil ein Projekt laufen, von dem erzähle ich aber noch später. Ja, da habe ich jetzt so ein paar Eindrücke vom Programmen, von museumspädagogischer Arbeit im Museum. Ganz oben das Lokolischen, das ist unser Museumsmaskottchen für die Kinderarbeit, die wir haben. Es gibt einen eigenen Kinderweg durch die Museumshallen. Da gibt es einen Kinderreiseführer und einen Expeditionsrucksack und die Kinder können da eben durch das Museum schlendern und gewisse Themen eben vertiefend sich anschauen, Dinge ausprobieren oder Fragen beantworten. Wir haben aber auch spezielle Programme für Kindergruppen, für Schulen, für Kindergärten. Wir bieten auch an, dass wir sozusagen das Museum auf Reisen schicken. Also wenn jetzt eine Schulgruppe sich für das Museum anmeldet, dann kommt zuerst jemand von uns in die Schule mit einem Koffer ausgerüstet und dann stellen wir ganz kurz in einer halben Stunde einmal das Museum vor, was erwartet sie da, erarbeiten das ein bisschen und dann, wenn sie ins Museum kommen, dann haben sie schon ein bisschen ein Wissen eben, das sie da mitbringen. Ja, man kann das Museum aber auch für Feiern nutzen, für Private. Also wir haben schon Pensionierungsfeiern, Hochzeiten, Geburtstage, alles Mögliche im Museum gehabt. Da kann man das ganze Museum nützen und ja, wird auch sehr gern angenommen. Da darunter sehen wir die Schaurestaurierung. Das Projekt hat im letzten Jahr gestartet und zwar hat da ein Team von Ehrenamtlichen sich zusammengetan, die einmal im Monat an Krokodil eben arbeiten. Und da geht es einfach darum, es passiert nicht wahnsinnig viel, aber es geht darum, dass der Besucher zusehen kann, Fragen stellen kann, wenn eben an so einer großen Maschine gearbeitet wird. Die machen natürlich alles in Handarbeit. Also ich glaube, das Ziel ist, dass das Krokodil optisch wieder aufbereitet wird, das schaffen wir, wenn ich in Pension gehe, glaube ich. So lange werden wir brauchen. Ja, und da darunter haben wir haben alle zwei Jahre auch so ein großes Nostalgiefest. Da kommen Sonderzüge und da sieht man den Bundespräsidenten von Österreich, den Herrn Dr. Fischer, der hat uns 2012 besucht. Da hatten wir ein großes Diesel-Nostalgiefest und er hat sich da eben das Museum angeschaut und hat sich dann spontan auf eine Dresine, auf ein Velociped gesetzt, sehr zum Schrecken von seinem Protokollchef, ja, weil der wollte das nicht wirklich und ist da dann eben ein Stückerl damit gefahren. Ja, wir beschäftigen uns natürlich aber auch mit dem Thema Semmeringbahn, Welterbe Semmeringbahn, da gibt es verschiedenste Projekte. Eines der ersten, und das sieht man an diesen zwei Bildern, das war eine Sonderausstellung zum Thema Gebirgsbahnen, Fluchtlinien der Moderne, wo es eben um Gebirgsbahnen geht mit Welterbestatus, beziehungsweise mit solchen, die damals 2080 noch dafür angemeldet haben. Und diese Ausstellung wurde als Sonderausstellung konzipiert und also als Wanderausstellung und dann eben auch auf die Reise geschickt. Und im September 2008 war sie auch in Samedan bei der Ernennung der Rätischen Bahn zum Welterbe. Ja, und zurzeit ist sie dann weitergegangen nach München und da wird sie eben auch präsentiert. Das Bindeglied zwischen diesen drei Ausstellungsorten ist immer das Krokodil. Und jetzt komme ich wieder, warum haben wir in Mützzuschlag ein Schweizer Krokodil? Das ist eben im Zuge dieser Sonderausstellung, hat es eben zum Konzept dazugehört. Ja, und auf der anderen Seite sehen Sie das Projekt UNESCO-Welterbe-Semmeringbahn Stand der Dinge. Ganz oben den Plan
der mit den Zonen zum Managementplan herausgegeben wurde. In Rot eben das Welterbe und dann farblich die Bufferzonen. Und bei der Präsentation dieses Managementplanes haben wir auch eine Podiumsdiskussion angeboten, wo eben Vertreter der ÖBB da waren, also Vertreter von der Bestandsstrecke, aber auch vom Basistunnel, gemeinsam mit Bundesministerium, die für uns zuständig sind für das Welterbe, und Vertretern aus der Region. Und da hat man eben darüber gesprochen, wie geht man in Zukunft mit diesem Welterbe um, was kann man weiterhin machen. Und unser Projekt Stand der Dinge hat sich speziell damit beschäftigt, dass wir uns einfach einmal angeschaut haben, wie schaut das Welterbe mit Stand heute aus, was gibt es noch, was hat sich verändert, was ist vielleicht verloren gegangen. Und das Ganze ist visualisiert worden in einem 11 Meter langen Panorama, das auch als Installation im Museum integriert ist. Man kann es aber auch als Buch erwerben. Ja, und dieses Projekt Stand der Dinge wird jetzt weitergeführt als Vision. Und diese Vision 2029 beschäftigt sich jetzt eben damit, wie kann man jetzt das Welterbe weiterentwickeln. Und da wurden Teams eingeladen, so Gestaltungsvisionen vorzulegen. Die kommen aus dem Bereich der Landschaftsarchitektur, Planungsbüro, Landschaftskünstler und Kommunikation und Marketing. Und ja, da hat man erste Entwürfe, hat man jetzt schon bereits vorgelegt. Jetzt ist es natürlich daran, dass man jetzt auch wieder diese Gestaltungsvorschläge in ein Panorama jetzt wieder vereinigt, ja, dass man das Ganze aufbereitet und geplant ist, dass man da eben auch wieder eine Publikation dazu macht. Diese Projekte rund um die Semmeringbahn, die ich da jetzt da präsentiert habe, die hängen maßgeblich mit Herrn Dr. Dienhobel zusammen, der da eben der Ideenlieferant ist und dann auch immer schaut, dass die Finanzierung steht, weil wir als Südbahnmuseum können das natürlich nicht finanzieren. Das muss eben vorher alles abgewickelt werden und da ist er der Initiator und maßgeblich auch der Durchführer. Ja, entlang der Semmeringbahn gibt es aber nicht nur das Südbahnmuseum, sondern es gibt noch einiges mehr. Wir sehen hier, hier oben am Bahnhof Semmering gibt es eine Infostelle. Da wird der Tourist einmal mit allen touristischen Infos auch versorgt. Es gibt aber auch so einen kleinen Raum, wo man ein bisschen geschichtlich was erfährt. Am Semmering gibt es auch noch das Hochstraßenmuseum, das finde ich besonders nett. Das sind Vitrinen im öffentlichen Raum, die zu verschiedenen Themen des Semmerings eben Bezug nehmen. Dann gibt es in Schottwil ein Mobileum. Da geht es nicht nur um Eisenbahn, sondern überhaupt über Verkehrsentwicklung über den Semmering. Der Semmering ist ja seit der Antike Verkehrsstraße noch in den Süden. Und das wird eben hier aufgegriffen. Und was ganz so Spannendes, in Bayerbach gibt es ein sogenanntes Vinodukt. Und zwar hat man in eine Sprengkammer von einem Viadukt, vom Schwarzer Viadukt, eine Vinothek verlegt und hat dann mit einer Inszenierung, wo man so auch so ein paar Eindrücke der Semmeringbahn bekommt, verbindet man hier Genuss mit Geschichte, Kultur. Ja. Ja, und zum Abschluss noch, es gibt auch natürlich einen Bahnwanderweg auf der steirischen und auf der niederösterreichischen Seite. Sind beide sehr schön angelegt als Themenwege, wo man immer wieder zu den schönsten Aussichtspunkten, Fotopunkten geführt wird und wo man dann auch eben Verschiedenstes zur Bahn erfährt. Auf der steirischen Seite ist es eher sehr persönlich, also auf Persönlichkeiten bezogen, und auf der niederösterreichischen ist es stärker auf die Bahn hinausgerichtet. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass auf der niederösterreichischen Seite sind die schönen Viadukte, die steirische Seite hat das nicht mehr. Ja, und deshalb ist natürlich auch der Weg ganz anders ausgelegt. Ja,
mit diesem Ausblick auf die, vom Führerstand auf die Semmeringbahn möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich hier vor Ihnen sprechen durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns alle wieder in Österreich beim UNESCO-Weltkulturerbe Semmeringbahn. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Kerstin. Ich glaube, es gibt für uns alle keinen Grund, Mürs Zuschlag so betont. Schwieriger Name. Ja, und die Semmeringbahn nicht zu besuchen. Hoffentlich. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch noch begrüßen den Peter Nicolai, Yves Brogy, Sina Stifler, Ruth Soland, Andreas Bass ganz speziell, das war bis vor 3 Wochen mein Chef. Er ist begleitet durch Romanka Thomas und Karl Baumann, auch RAB-Mitarbeiter. Gut. Ich möchte beginnen mit einer Rückblende. Der Werdegang des Bahnmuseums Bergün war, glaube ich, das kann man in der Deutlichkeit sagen, eher steinig. Kann man jetzt sagen im Nachhinein, was lang gewährt, wird endlich gut? Ich denke, das ist die klassische Frage an Pius Cumi gerichtet. Ja, danke. Also vielleicht muss mich dann der John noch etwas ergänzen. Ich kenne ja das Projekt seit dem Vorprojekt 2005. Ich weiß auch, dass das parallel mit der UNESCO-Bewerbung lanciert wurde, die Idee eines Museums hier in Bergün oder vorher noch in Preda. Und soweit ich es beurteilen kann, war das Projekt eigentlich nicht steinig, sondern sehr dynamisch. Natürlich, es hat über 10 Jahre gedauert, bis das da realisiert werden konnte, aber ich habe gefunden, also, dass die Dynamik, das zu realisieren, eigentlich sehr groß war und dass auch die Zuneigung der all die mitgearbeitet haben und mitfinanziert haben, die war sehr positiv. Und von dem her, glaube ich, war es eigentlich ein sehr erfolgreiches Projekt. Und steinig wird es jetzt wohl erst ab der Eröffnung werden. Wir haben zwar gute Besucherzahlen gehabt jetzt in dem ersten Jahr, aber wir sind noch nicht über den Berg. Also das ist uns sehr bewusst, dass eigentlich das Betreiben des Museums eigentlich der schwierigere Teil ist, als ein Museum zu bauen. Die Frage darf ein bisschen provokativ sein, weil ihr habt ja die Gelegenheit, das zu widerlegen, das gut gemacht. Hast du noch was in diesem Zusammenhang, John? Also beizutragen. Aus meiner Seite war es immer ein Mitmachen dürfen. Es war kein steiniger Weg, den ich tun musste. Es war eine Vision und ja, ich fühle mich glücklich, eine Vision verwirklicht zu sehen. Also das ist überhaupt nichts, dass man sagt, das war schwierig oder das möchte ich nicht mehr durchmachen. Es war eine lange und sehr schöne Zeit und ich bin froh, dass wir heute hier sind. Danke. Eine Frage, die mich beschäftigt, wären die Museen, also hier in Bergün und dem Murz-Zuschlag, überhaupt ohne das UNESCO-Welterbe entstanden oder welchen Bezug gibt es da? Ist das eine Abhängigkeit? Wären die Museen auch ohne UNESCO realisiert worden? Eine Frage vielleicht an alle vier, ihr könnt euch aufteilen, wer die am besten oder am liebsten beantworten würde. Ich bin in dem Sinne zum Zuschlager Eisenbahnmuseum auch dazugeholt worden, nachdem die ersten Ideen schon an den Tag gelegt worden sind.
Und es war in dem Sinne auch ein steiniger Weg, aber es gehört dazu, weil ohne Steine, sprich Schotter, fährt auch keine Eisenbahn. In dem Sinn ist durchaus notwendig, aber ich möchte die Zeit, auch wenn sie stressig war, nicht missen, weil das Erlebnis gewissermaßen, sie überlegen zu können, wie kann man Eisenbahn vermitteln in einem weiteren Sinn, nicht nur wie die Technik ist, welche Lokomotiven gefahren sind, ist auf der einen Seite vom Kuratorischen sehr herausfordernd und interessant und auf der anderen Seite natürlich auch wichtig und wesentlich, um den Besuchenden zu vermitteln, Eisenbahn ist mehr als nur ein Transportmittel. Ja, ich glaube, das Hypermuseum würde es ohne die Semmeringbahn natürlich nicht geben. Wenn es nur jetzt da an der Südbahn liegen würde, dann wäre dieses Jubiläum ja auch nicht so gefeiert worden. Und das war der Anlass. Ob es damals schon bewusst war, dass eben die Semmeringbahn Weltkulturerbe war, das bezweifle ich in Mürzzuschlag. Also, da habt ihr uns sicher einiges voraus. Ja, der Ball wird euch zugespielt. Also bei uns würde ich sagen, sind UNESCO-Welterbe und Bahnmuseum sind Zwillingsprojekte, also die gehören zusammen. Sind nicht dasselbe, muss auch gesagt werden, aber sie gehören zusammen und stammen eigentlich aus derselben Situation, dass man versucht, die kulturelle Bedeutung der Eisenbahn in Graubünden zu fassen und eben Projekte auszuarbeiten, wie sie dann auch vermittelt werden kann. Dennoch, es gab schon vor unserem Projekt Ideen, ein RHB-Museum einzurichten. Also wir sind Vorstöße bekannt, die mit den 100 Jahre RHB-Feiern von 1989 zusammenhängen. Natürlich, seit dem Projekt UNESCO Weltkulturerbe ist die Wertschätzung der Bauten in der Landschaft, der Kunstbauten, auch der Sozialgeschichte gestiegen, vielleicht zu Lasten des klassischen Technik-Eisenbahn-Museums. Man sieht das auch unserer Ausstellung an, wo wir uns eher mit der Baugeschichte, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte beschäftigen, als dass wir Fahrzeuge ausstellen. Ich könnte vielleicht noch ergänzen, dass das Vorprojekt, das wir dann für ein Bahnmuseum Albula erarbeitet haben, das erste mit dem Architekturwettbewerb, das war ja ein Vorprojekt im Umfang von 14 Millionen Baukosten oder Realisationskosten, und mit diesen hohen Kosten ist das Projekt eigentlich auch etwas gestoppt worden. Und ich glaube, die UNESCO-Welterbe-Ernennung, die hat dem Ganzen dann schon noch einen Auftrieb gegeben, dass man das Projekt wieder aufnimmt und versucht zu realisieren. Das ist sicher auch dem UNESCO-Welterbe-Status zu verdanken. Ich bleibe gerade bei dir. Ursprünglich oder ein Konzept sah vor, dass man ein Bahnmuseum in Breda erstellen würde mit wirklichen Fahrzeugen. Das heutige Konzept sieht ein bisschen anders aus. Hast du Rückmeldungen, vielleicht auch negativer Art? Musstest du bereits Kinder trösten, dass sie da keine Lokomotiven wie im Mürzzuschlag zu sehen sind, hier vorfanden? Ja, ist das ein Thema überhaupt? Ja, es gibt Reaktionen, aber meistens sind die Reaktionen dann nicht negativ oder nur Enttäuschung, sondern sie werden auch immer getröstet, diese Leute. Also oft hört man, eigentlich wäre es schön oder ich habe gemeint, und dann sagen sie, aber es ist auch so gut oder auch so toll oder es ist eine neue Erfahrung. Also die Leute, die ein rein technisches Museum erwarten, die werden dann eigentlich auch abgeholt, werden etwas mit wenig Rollmaterial getröstet und dann haben sie etwas anderes noch, was sie sich da anschauen können. Also, dass wir jetzt keine Wagenhalle bauen konnten aus budgetären Gründen, das ist eigentlich eine Vorgabe gewesen für dieses Projekt, also in der Zeitenüberarbeitung, und das haben wir so gut versucht umzusetzen, wie das möglich war in dem Rahmen. Ja, und das Konzept sieht ja auch vor, dass man klassisch eigentlich mit der Bahn nach Breda fährt und dann dem Bahnlehrpfad entlang wandert und eigentlich die Bahn 1:1 sieht und dann das Museum besucht und das dann hier interaktiv oder über andere Informationsplattformen nachvollziehen kann, was da überhaupt abgegangen ist vor über 100 Jahren. Also ich glaube schon, dass die,
die Idee der Region ist hier ganz wichtig, dass eigentlich Bahnlehrpfad, Weitwanderung, UNESCO und alle Aktivitäten um die Bahnkultur hier in der Region eigentlich eine Synergie bilden, die nicht nur ein Eintageserlebnis ist, sondern eben ein Ort wird, wo Leute immer wieder zurückkehren können und Entdeckungen machen können. Also das Konzept ist eigentlich schon so angelegt. Bei Kerstin habe ich gegoogelt da, also in deinem Museum habe ich gegoogelt, dass ihr über 40 Exemplare an historischen Fahrzeugen zeigen könnt. Wirkt sich das auch auf das Publikum aus? Habt ihr so eher, oder wird das überhaupt so erfasst, eher so die Eisenbahnfreaks, Eisenbahnfans und in Bergün vielleicht eher Familien? Wie sieht das in diesem Zusammenhang aus bei euch? Also die Hauptbesuchergruppe in Mürzzuschlag sind eindeutig Touristen. Also das sind jetzt keine klassischen Eisenbahnfreunde oder Eisenbahnfreaks, sondern das sind wirklich Semmering-Touristen, die in die Region kommen und da sich dann eben auch zur Semmeringbahn informieren möchten. Also das sind keine Eisenbahnfreunde. Was ich natürlich schon betonen möchte, ist, dass der Rundlokschuppen mit dieser Fahrzeugsammlung schon etwas sehr Besonderes ist. Damit heben wir uns auch noch einmal zusätzlich ab zu anderen Museen, weil wir uns ja mit Draisinen befassen und jetzt nicht nur ausschließlich Lokomotiven zeigen. Und das ist jetzt auch für ein breites Publikum. Ja, wenn jetzt der Eisenbahnfreund mit seiner Frau durchgeht, dann ist die Frau genauso begeistert, weil die Fahrzeuge einfach witzig zum Anschauen sind. Auch wenn sie es jetzt technisch vielleicht nicht so interessant findet, aber sie sind nett zum Anschauen. Aber wie gesagt, Eisenbahnfreunde, das sind nicht die Hauptzielgruppe allein. Ich bleibe gleich bei dir. Weiter gegoogelt und dann habe ich festgestellt, dass da kaum Hinweise, aber das hast du auch vorhin bei deinen Ausführungen auch so bestätigt, dass eigentlich der Zusammenhang Museum UNESCO nicht so prominent vorhanden ist. Und da gleichzeitig schlägst du dich eigentlich mit der relativ starken Konkurrenz um in Österreich. Ich habe da aus dem Internet, ich mache so ein Best-of, Eisenbahnmuseum Alp, Ampelwang, Museum St. Veit an der Glan, Nostalgiebahnen in Kärnten, Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Österreichisches Bahnmuseum, Eisenbahnmuseum Schwechat, also es gibt noch 4, 5 andere weitere. Ist das, wie positioniert ihr euch innerhalb dieser Szene da, der Museumslandschaft in Österreich? Ja, ich glaube, wir haben uns seit, also das ganze Projekt hat ja gestartet mit dem Namen Südbahn Kulturbahnhof. Das war der erste Start, 2004 war das der Name, dass man wirklich eben ganz stark auf diese kulturhistorische Ausstellung. Dann sind die Gedanken weiter gesponnen worden und man hat gesagt, der Name passt nicht so ganz. Und 2007 haben wir den Namen geändert auf Südbahnmuseum Mürzzuschlag. Und diese Gedanken sind aber jetzt wieder weitergegangen. Also man sieht, wir haben das hat alles erst wachsen müssen. Man muss seinen Platz finden in dieser ganzen Landschaft. Und deshalb ist da ganz oben blau dieser Balken, das Tor zum Welterbe Semmeringbahn. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich unseren Platz jetzt eigentlich ganz gut gefunden. Wir sind eben ein Eisenbahnmuseum, das sich mit dieser gesamten Eisenbahnverbindung Wien-Triest beschäftigt. Aber, und das ist unser, wie sagt man? USP. USP, genau, danke. Wir sind ein Tor zum Welterbe Semmeringbahn. Und damit, das kann kein anderes dieser genannten Eisenbahnmuseen vorweisen. Und außerdem sind wir auch räumlich nicht so eng beieinander, dass wir uns in irgendeiner Weise konkurrenzieren. Es ist eher im Gegenteil, dass es auch immer Bestrebungen gibt, dass man so gut es geht, zusammenzuarbeiten. Also ist schon geplant, dass hier das UNESCO-Welterbe-Label quasi als Motor noch stärker... Genau, das war eigentlich im letzten Jahr, wo wir wieder zusammengesessen sind und einfach überlegt haben, wie kann man dieses Museum positionieren. Es ist ja wie überall eine Frage des Geldes, alles wird eingespart. Und so muss man sich als Museum natürlich verstärkt überlegen, was für einen Mehrwert kann man jetzt für eine Gemeinde, für eine Region bringen.
Und da sind wir dann natürlich auf das Weltkulturerbe gekommen. Und nachdem wir in der Kernzone des Welterbes mit unseren Museumshallen sind, ist das eigentlich aufgelegt. Ich glaube, der Günther Dienhofer hat auch hierzu auch noch was zu sagen. In dem Sinne nur eine Ergänzung. Die genannten Eisenbahnmuseen in Österreich sind entweder in ehemaligen Lokomotivhallen situiert oder auch in das Ampfenwanger Museum ist in einem neu gebauten Rundlokschuppen situiert, haben die Hauptaufgabe eher, historisches Rollmaterial zu sammeln und auch betriebsfähig zu erhalten. Machen dann auch Sonderfahrten zum Südbahnmuseum hin. Also in dem Sinn, sie haben durchaus von der Seite eine etwas andere Rolle. Der Schwerpunkt dieser kulturhistorischen, kulturwissenschaftlichen Zugangsweise, Blickweise auf die Südbahn letztendlich, diese Blickweise ist eher ungewöhnlich, / einzigartig. Und damit grenzt man sich eigentlich indirekt auch in etwas ab. Pius Tschumi, 30.000, danke Günther, 30.000 Eintritte im ersten Betriebsjahr im Bahnmuseum Albula Pergün. Eine stolze Zahl, eine überraschend hohe Zahl, ich glaube übererwarten gute Zahl auch. Ist noch eine Steigerung möglich oder wie siehst du das? Ja, also zwangsläufig muss sie möglich sein, weil der Businessplan geht davon aus, dass wir in 20 Jahren 42.000 Besucher haben pro Jahr. Das ist eine steile und beachtliche Zahl, die wenige Museen in Graubünden erreichen, auch in Chur nicht. Und ich denke, da sind Anstrengungen notwendig von Vermarktung, die über unsere, vielleicht über unsere Möglichkeiten auch hinausgehen. Also da sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir in Zusammenarbeit mit UNESCO-Welterbe eigentlich auch die Synergien nutzen können. Das glaube ich, das ist ein sehr anspruchsvoller Weg, diese Zahlen zu erreichen. Ich glaube, wir profitieren momentan noch stark von der Publicity, von Eröffnung. Also wir hatten sehr viele PR gehabt letztes Jahr und das nimmt natürlich ab und wir müssen uns neu exponieren können mit dem Museum. Danke, Pius. Zudem, ich möchte noch was anfügen zu UNESCO Welterbe und Südbahnmuseum. Das hast du ja vorhin erzählt, dass die ÖBB hat ja aufgehört, Sonderfahrten zum Südbahnmuseum zu machen und mit dem sind auch eure Publikumszahlen gesunken. Also ja, sie haben es stark eingeschränkt. Also es gibt zum Beispiel, es hat in den ersten Jahren den sogenannten Zauberbergezug gegeben, der hat Wochenende und feiertags ist der regulär gefahren, mehrmals am Tag. Dann hat es viel mehr Sonderzüge gegeben, Dampfsonderzüge, aber auch das für Gruppen, das ganze Erlebnis Bahn, das hat sich alles ein bisschen verändert und das hat uns schon einige tausend Besucher gekostet, ja. Also wenn das nicht funktioniert, dann kann natürlich ein Eisenbahnmuseum, da muss sich was bewegen. Und wenn man selbst kein erfahrbares Material hat, dann muss etwas zum Museum kommen, was sich bewegt. Und davon ist es sehr stark abhängig. Gut, ich gehe davon aus, dass auch bei Verdoppelung der Eintritte, dass eure beiden Museen nicht selbsttragend funktionieren würden. Also wie ist das Museum in Würzzuschlag organisiert? Ist das eine Stiftung? Und dieselbe Frage an dich. Und wie finanziert sich das Ganze? Ja, wir hatten zu Beginn den Auftrag, uns selbst zu erhalten über Museumseinnahmen, also auch aus Gastronomie und aus Shop. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das war ein Irrglaube. Und es hat dann einiger Zeit gebraucht, bis man das jetzt da geändert hat. Und da ist dann Gott sei Dank die Stadtgemeinde eingestiegen. Und zwar gehören wir jetzt zu einem Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Mürzzuschlag. Dieser Eigenbetrieb hat eben die Aufgabe, die Betriebsführung der Museen in Mürzzuschlag zu übernehmen. Es gibt eine sehr umfangreiche Museumslandschaft in Mürzzuschlag. Und auch die Vermarktung, Werbung, Pressearbeit, das läuft eben alles über diesen Eigenbetrieb und damit sind auch die ganzen Fixkosten eben abgedeckt, also wie Miete, Strom, Löhne und so weiter. Und das ist als Stiftung? Nein, das ist ein Eigenbetrieb, so etwas Ähnliches wie eine GmbH. Und die Einnahmen werden natürlich in diesen Eigenbetrieb hineinbezahlt.
Und dann gibt es noch den Verein Freunde der Südbahn, die gewissermaßen die zuständig ist für die Objekte, für die Sammlung. Genau, vom das war eben also der ursprüngliche. Eine leichte Trennung. Ja, das war der ursprüngliche Träger, war nur dieser Verein. Und nachdem dieser Verein das nicht mehr finanzieren konnte, hat er eben einen Partner gesucht und der Partner ist jetzt diese Agentur. Gut, danke. Wir haben jetzt einiges über die beiden Museen gehört und ich danke auch herzlich für eure offenen Ausführungen und entschuldige für meine bösen Fragen. Ich möchte aber gerne den Bogen noch spannen. Wir sind eigentlich schon in der Zeit fast und ich möchte eigentlich den Ball auch den Zuschauern und Zuhörern zuspielen für Fragen, aber ich möchte doch noch ein paar für mich brennende Fragen im Zusammenhang mit UNESCO erörtern hier. Und zwar, das habe ich auch im Internet runtergeladen, es gibt fast 1000 Welterbeobjekte weltweit verteilt auf 160 oder 70 Ländern. Ja, ich meine, das ist viel. Das ist, wir auf Romanisch würden sagen, ein Overkill. Auf Romanisch. Ist das, wie seht ihr das? Geht das weiter in diesem Tempo? Also, ich spüre da, es geht auch Exklusivität verloren, Attraktivität verloren. Das ist meine Ansicht. Wie seht ihr das? Darf ich gleich kurz einhaken in dem Sinn? Also zumindest die Signale von Seiten UNESCO ist, die magische Grenze der 1000 Welterbestätten wird immer näher erreicht. Ich bin neugierig, wann es erreicht ist oder überschritten wird. Die Hürden bezüglich Einreichprozedere werden auch eigentlich eher schwieriger, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Was die Zeit zeigen wird, wird man letztendlich dann sehen. Ich glaube aber nicht, dass die Marke Weltkulturerbe das einzige ist, worauf man sich ausrasten darf. Also so, ich weiß nicht, ob es diese Bedeutung wirklich international hat, dass es auch für uns so werbewirksam ist, Welterbestätte zu sein. Also nur das alleine, glaube ich, man muss schon das Gesamtpaket gut verkaufen und nicht nur sich auf das Welterbe an sich ausrasten. Also das. Gut, immerhin glaube ich, dass wir als Bahnen hier gut vertreten oder sehr gut vertreten sind, also im positiven Sinn. Es gibt ja weltweit nur 3 Bahnen, welche überhaupt dieses Label bisher bekommen haben. Ich gehe schon davon aus, dass das ein Vorteil ist für uns, also für die Bahnen. Ja? Also in dem Sinn, im Sinn der Exklusivität, ja. Das Interessante ist ja, finde ich zumindest letztendlich, dass es alles 3 Bahnen im Gebirge sind. Bei der eingangs erwähnten ICOMOS-Vergleichsstudie wurden auch potenziell mögliche Welterbebahnen erwähnt. Da ist die Moskauer U-Bahn drinnen, da ist der Shinkansen in Japan, erste Hochgeschwindigkeitsbahn drinnen. In England die Great Western Railway und die erste Eisenbahn im modernen Sinn, die Liverpool-Manchester Railway. Ich glaube dann noch drinnen eine Bahn in Australien, auch eigentlich Gebirgsbahn. Und auch wieder Gebirgsbahn Baltimore, Ohio, die Allegheny's überwindet. Von diesen allen Bahnen weiß ich zumindest nicht, dass es Ambitionen gibt, sie als Welterbestätte einzureichen. Ich weiß, das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass es Ambitionen gegeben hat, in Großbritannien entlang der Great Western Railway einzelne noch vorhandene Gebäude als Welterbestätte, so wie eine Perlenkette gewissermaßen, einzureichen. Ich weiß allerdings nicht, ob das jemals passiert, aber ansonsten dürfte die Ambitionen nicht so groß sein. Aber wie gesagt, ich finde es interessant, es sind alles 3 Gebirgsbahnen oder Bahnen im Gebirge.